Hallo und herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin Isabel von Ben und Bällchen und wir machen heute einen ganz cremigen Dulce di Leche Cheesecake. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem Dulce di Leche. Das ist eine, für alle, die es nicht kennen, das ist eine sehr eine leckere Karamellcreme. Die bekommt man schon in einigen Supermärkten so zu kaufen, aber halt nicht in allen. Also ich finde es relativ schwierig. Deshalb mache ich meine Dulce di Leche einfach selber. Und das geht ganz einfach. Und zwar brauchen wir... Ach nein, hier habe ich sie schon. Eine gezuckerte Kondensmilch. Ganz wichtig ist, dass sie vorher gezuckert ist, weil unsere normale, die man sonst so kauft, ist nicht gezuckert, aber man bekommt in ganz, ganz vielen Läden auch schon gezuckerte Kondensmilch und die kommt jetzt eine Stunde lang zu, wie sie ist, kommt sie in ein Wasserbad, Deckel drauf und eine Stunde lang und danach haben wir das feinste Dulce di Leche. So, die Stunde ist rum und wir gucken mal rein, wie es geworden ist. Ihr müsst ganz doll aufpassen, weil es ist natürlich sehr heiß, dass ihr euch jetzt hier nicht gleich verbrennt. So, und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt gucken wir nämlich, ob es überhaupt geklappt hat. Und ich mache auf. Und zur Erinnerung, also Kondensmilch ist natürlich weiß, sieht eigentlich fast aus wie Milch. Und was jetzt hier dabei rausgekommen ist, ist feinstes Dulce di Leche. Das stellen wir erstmal nochmal zur Seite, weil wir widmen uns jetzt erstmal dem Boden von unserem Cheesecake. Da nehmen wir Butterkekse, da könnt ihr aber auch jede andere Kekse nehmen, die ihr so mögt. Ich habe Butterkekse genommen und um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, wir haben ja auch viel Karamell dabei, ich will noch mehr Karamell, also nehme ich hier einen Mr. Tom Riegel, den habe ich vorher schon mal in der Küchenmaschine klein gehäckselt. Also ich habe es gern auch lieber ein bisschen kleiner und nicht so große Stückchen. Genau, das packe ich jetzt zu meinen Butterkeksen dazu und dann habe ich schon mal vorab Butter geschmolzen. Die gebe ich jetzt hier einfach rüber. Jetzt das Ganze schön vermischen. Ihr könnt auch ruhig die Hände nehmen, weil das Ganze wird ja später eh nochmal gebacken. Dann ist das nicht so schlimm. So, das reicht auch schon. Jetzt nehme ich mir meine Kuchenspringform. Ihr könnt die vorher ein bisschen einreiben mit Butter. Ich habe ganz unten auch ein bisschen Backpapier rein, dass ich das später schön rausziehen kann und besser entfernen kann. Also jetzt einfach hier alles in die Mitte. Und jetzt schön mit den Händen das Ganze festdrücken und glattdrücken und schön gleichmäßig verteilen, dass überall gleich viel Boden am Ende ist. Schade, dass ihr nicht über das Video riechen könnt, weil es riecht himmlisch. Das war jetzt auch schon der Boden und jetzt gehen wir gleich weiter zu unserer Cheesecake-Creme. Dafür brauche ich Frischkäse, ruhig ordentlich. Dann habe ich schon Zucker abgewogen, gebe ich jetzt dazu und verrühre das jetzt erstmal. Ihr könnt natürlich auch die Küchenmaschine nehmen oder das Handrührgerät. Ich mache es jetzt einfach schnell von Hand. So, das müsste reichen. Jetzt kommen noch genau 3 Eier dazu. Vorher erst nochmal in eine Schüssel. So, ich tue schon mal hier das erste schon mal ein bisschen verrühren. Das zweite dazu. Das dritte mal schon mal. Jetzt kommt das Dulce di Leche dazu. Da nehme ich einfach 2, ganz schön fest geworden, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil mit ein bisschen rühren wird es wieder ein bisschen flüssiger. So, nehme ich mal 2 richtig ordentlich gehäufte Esslöffel und verrühre das jetzt mit meiner Cheesecake-Creme. So, jetzt könnt ihr euch noch nach Belieben vielleicht noch einen Mark der Vanilleschote dazu reintun oder ich nehme noch mal schnell einen Teelöffel Vanilleextrakt, verrühren und das Ganze ist auch schon fertig. Jetzt einfach hier in meine Springform füllen. Ich
Viele machen vielleicht den New York Cheesecake in einem Wasserbad. Ich habe es irgendwie noch nie hingekriegt, dass nicht doch Wasser reinläuft. Deshalb mache ich das immer folgendermaßen. Ich packe das jetzt in den Ofen bei 190 Grad 45 bis 55 Minuten und packe zusätzlich noch einen ganz einfachen Topf mit ordentlich viel Wasser drin, eine Schiene drunter, und der sorgt dann auch dafür, dass uns dieses hier oben zumindest hoffentlich nicht reißen wird. Der Käsekuchen war jetzt 45 Minuten im Ofen, danach nochmal eine Stunde lang bei geschlossener Tür nochmal im Ofen, hat dann dort runtergekühlt und jetzt hier draußen auch nochmal abgekühlt, und jetzt endlich können wir ihn anschneiden. Ich bin schon ganz aufgeregt. So sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt euch dann von dem Dulce di Leche ein bisschen was wegnehmen und nochmal ein bisschen warm machen. Dadurch wird es dann so flüssig. Und dann könnt ihr das nochmal so ein bisschen darüber verteilen oder auch ein bisschen so drüber sprenkeln. Also da gibt es dann die volle dröhnende Karamell. Aber muss ja auch schmecken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr versucht es auch und kommentiert. Guckt euch auch die anderen Videos an, abonniert den Kanal, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!